Oh, 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 nein! Was passiert? Ich hab den Heli getroffen. Oh. Hä, wo ist der Oral hin? Ich hab den, oh, oh. Aber den Heli können wir reparieren, ne? Ach, da hinten. Bist du mit dem Oral gegen den Heli gefahren, oder was? Ja. Oh, oh, Dennis. Ich hol mal den anderen Heli. Da runter. Hey, der steht doch voll weit. Status 0. Die Scheiben sehen kaputt, ziemlich oder? Kaputt aus, ne? Als ob man. Alter, ich bin so ein Blödmann. Setz dich mal rein und versuch den mal zu starten, bitte. Und guck mal, ob der Benzin verliert. Geht nicht an. Mach den mal an. Geht nicht an. Ah, nee. Scheiße, ich bin so ein Spasti, Mann. Oh! Macht doch nichts, wir haben noch einen Heli. Ja, aber ist unnötig. Ja, aber. Ja, jetzt laden wir uns mit dem Scheiß hier raus. Weißt du, was wir machen müssen, Dennis? Wir müssen mal in Arma 2 einfach reingehen auf eine leere Map und dann ein Fahrzeug fahren und fliegen üben. Einfach mal so, das for fun. Ah. Ich sehe schon alle Scheiben kaputt überlandet. Ja, sorry, tut mir echt leid. Der lässt sich auch mega schwer lenken, man muss halt aufpassen. Ja, wir müssen ja. Halt, was brauchen wir denn dafür? Scheiben. Ja. Ja, aber wir wissen ja, ich weiß in Tscherno auf jeden Fall, wo welche sind. Also läuft. Ich hab da letztens erst welche gefunden. Ah, fuck, wir haben keine Munition für mein Scharfschützengewehr, das ist natürlich mies. Ja, wir sollen welche suchen, ne? Das ist DMR-Munition, was du brauchst, ne? Ja, ich hab gehofft, dass ich die Lee Enfield benutzen kann, aber... Nee, geht nicht. Oder vielleicht in irgendeinem Heli. CZ? Nee, geht auch nicht, ne? Wer hat jetzt eigentlich mal eine M4 A3 CTO ausgeniert? Das, was du dabei hattest, wo du gestorben bist? Also ja. Ich habe M4 A1. Ich weiß nicht, wo das, wer das genommen hat. CTO. Ich habe das Scharfschützengewehr hier. Hm. Aber ich bräuchte mal eine Handwaffe, damit ich wenigstens irgendwas ausrichten kann hier. Haben wir noch eine Handwaffe hier? Nee, ne? Mhm. So ein Revolver wäre echt fett. Ich mache was. Ich guck mal gerade, was kaputt ist an dem einen Schrauber, ne? Ja, Scheiben. Ja, alle Scheiben sind im Arsch. Oh, Engine ist rot, Avionics ist rot, Rotor ist rot. Okay, der ist Schrott. Ja, aber dann sammeln wir jetzt mal ein bisschen Autoteile und so, dann können wir den auch wieder reparieren. Ein bisschen ist gut. Es tut mir echt leid. Fahr am besten keine Fahrzeuge mehr. Jedenfalls nicht so nah dahin fahren, also, ne? Wie sieht's? Schön Abstand halten. Ja, der hat auf einmal so hart gelenkt, wo ich aufgehört habe, Gas zu geben, weißt du? Ja, du musst mit den Dingen aufpassen, der schwenkt halt voll aus, wenn du aufhörst, zu Gas zu geben. Ja, weil dann wusste ich halt nicht, weißt du? Die Servolenkung dann voll rumspackt mit dem Ding. Ja, auf einmal hänge ich halt im Heli drin und der fliegt weg. Der hat auch keine Munition. Ich habe keine Munition fürs G36, dann kann ich auch direkt mal einen Scharfschützen werden. Nein, hier. Wo? Pack gerade rein. Der packt die gerade in den Ural. Ach, die Munition? Sternhack muss man. Ja, Sternhack kriegt die. Ja. Ich habe gerade geguckt, aber da war ja nichts mehr da. Alles klar, dann snap ich mir kurz. Was hat denn das G36? Ja, nice, sogar das Originalvisier. Wie fett ist das denn? So, in dem Heli ist noch eine AKM und die M24, ne? Ist das die 30 Stang? Ne, das ist die nicht, ne? Ja, genau. So, was haben wir jetzt vor? Wir wollten jetzt eigentlich eine Strand nach Stradi, ne? Ja, warte, ich wollte mir noch was zu fressen und was zu trinken mitnehmen. Ja, Bandagen haben wir auch wieder gut. Ich denke, zwei sollten reichen. Bin im Weg jetzt. Kann ich bei dem Ding nur mit dem normalen Visier zielen, nicht mit dem Reflexvisier? Ne, nur deswegen habe ich es abgelegt, weil das ist eher ein Scharfschützending. Ja, das finde ich ja gerade so geil.
Aber ich kann bei der doch zwischen halbautomatisch und vollautomatisch wechseln, ne? Ja, ja, ja. Wie ging das nochmal? F. S. F, F. Ach, F. Vogel. War es nicht gerade? Ah, nice. Wie Fenster, nicht Vogel. Geil, cool. So, hat jeder ein Bloodpack dabei? Jo, ich hab einen. Ja, ich hab eins dabei. Aber ich hab noch viel zu viel Fleisch dabei. Ich müsste. Ah, ich muss sowieso was essen. Sind die Antibiotics noch im Heli? Die hab ich, die hab ich. Ah ja, gut. Ist immer gut, wenn einer die mit hat. So, was. Ich wollte eigentlich mal die Smoke Grenade jetzt hier mal raus tun. Die brauche ich irgendwie die ganze Zeit nicht. Ich schlepp sie nur mit mir rum und die nimmt Platz weg. So. Raus. Was wollte ich jetzt machen? Gear. Dann lege ich mal die M24 in den Truck, oder? Ja, ja, ja. Das ist eine gute Idee. Das hier ist der kaputte Heli, ne? Ja. Das ist jetzt der Sven natürlich. Der bewegt sich auch nicht mehr leicht weg, weil die Engine ist rot. Kriegen wir da einfach nicht mehr. Hier sind noch vier Standardmagazine drin. Ja, das sind meine. Ich habe gerade die Waffe getauscht, um die darin abzulegen in den Truck hier. Dann noch irgendwas drin. Ja, warte, die andere Knarre hole ich auch noch daraus, die AK. Ja, jetzt noch ein Petrol Pack drin, aber. Ja, ja, das lass da ruhig schnell liegen. Das kann man irgendwann benutzen, wenn es noch jemand braucht. Das war mal altes. Also, sobald wir Munition für das M24 gefunden haben, benutze ich das auch wieder, weil ich bin aus Leidenschaft Scharfschütze. Packen wir noch ein bisschen Fressen in den Heli hier? Nein, nein, die Heli soll so leer wie möglich sein. Eigentlich sollte da nur die Kisten sein, die Jerry kennt. Achso, die Jerry kennt es ja. Der ist im Arsch, ist komplett leer geworden, bitte. Ja. Die Jerrycans muss ich noch mitnehmen. Wir wollen ja noch. Wir tauschen einfach wieder Hubschrauber, wenn wir nachher tauschen einfach wieder. Ja, ja. Wo ist eine andere Heli überhaupt? Ach, das ist deine, ne? Das ist meine, ja. Ja, ja, ist meine. Das Petrol-Pack müssen wir jetzt nicht übernehmen. Das sollte man einfach mal rausnehmen. Also einer müsste vielleicht noch diese leere Jerrycan mitnehmen. Die hier drin ist. Und da sind noch zwei 5 Liter Fuel Cans. Mein Rucksack ist voll jetzt. Ich nehme mal den Rucksack und der da noch drin liegt in dem Schrauber, nehme ich mal raus. Ja. So. Wo ist jetzt mein Rucksack hin? Ich hab mal aus Versehen den Rucksack getauscht. Der kaputte ist total leer jetzt. Ah, da ist der Survival, okay, warte. Nee, nee, das ist meiner. Ah, egal, zu spät. Achso. Ja, gut, ich packe ihn wieder rein, warte. Ja, nee, warte, ich pack zuerst den hier rüber und dann hol ich mir meinen. Ich hab schon, ich war gerade dabei. Aber ich hab ja einen auf dem Rücken. Hier, also den will ich haben. Und jetzt ist der andere hier drin und jetzt kannst du den anderen nehmen. Oder willst du mal zu den hier haben? Mir ist egal, wie gesagt, das ist eh nur ein kleiner. Das sind beide nur kleine, ne? Nee, nee, der andere ist ein großer. Das ist der, den du mir sogar in dem Haus gegeben hast, weißt du noch, wo wir unten im Erdgeschoss waren? Ja, ja, ja. Ich pack den jetzt wieder rein und nehme mir das Respekt, was ich reingepackt habe. Ja, ist klar. Hat einer von euch noch die 20 Liter Fuel Can? Hätten ihr geschossen? Das war ich eben, aus Versehen, ich bin auf die Kasse gekommen. Hat einer von euch 20 Liter Fuel Can mit? Nein. Also ich habe eine, aber eine ist ein bisschen wenig, oder? Also meine, ich habe jetzt... Ja, die ist auch in dem Ural. Die ist nur leer. Okay, okay. Dann packen wir die jetzt in den Hubschrauber. Ja, dann packen wir die da mit und dann... ja genau, stimmt, ich packe die in den Hubschrauber. Ja, ja, genau, ich packe die lieber in den Hubschrauber. Ja, genau. Ach so, und ich fahre nachher mit dem Ural mal tanken, ne? Also der neue ist jetzt leer komplett. Dann nehmen wir die zwei 5 Liter Kännchen auch mit, oder? Würde ich sagen, hier rein. Ja, ja, klar. Ja, nehmen mit. Die 5 Liter, 2 Stück. Hä, hab ich die jetzt auf den Boden getan? Beide Helis sind leer. Tatsache. Ja, wo kommen die zwei 5 Liter Dinger hin? In den Heli oder was? Ja, aber in den ganzen. Ja, ja. Der Heile ist. Ja, definitiv. Ich vermisse echt noch Zeug. Ich hätte noch Hunting Knife. Das ist irgendwie verstiegen. Aber gut, das kann ich nicht wiederholen. Das ist nicht so schlimm. Ja, das Hunting Knife haben wir da liegen lassen, weil ja, ja. Du musst ja deins weglegen, um ein neues zu nehmen. Nein, nein, du musst das in den Rucksack packen. Oh, was mache ich? Das geht auch. Was habe ich jetzt gemacht? Ah, okay, okay, ich verstehe. Da lag irgendwas rum, das habe ich heute aufgenommen.
Hat noch jemand eine Granate? Ja, eine Smoke Grenade ist im Ural. Warum? Granate, meine ich. Handgranate. Ah, ah. Im Ural ist auch eine drin. Okay, also die 2x5 Liter sind jetzt hier im Hubschrauber. Die Hubschrauber weg, den Ural weg, dann sprengt mal den alten. Dann spawnt er wieder neu. Das kannst du machen. Haben wir noch Granaten? Ja, was wollte ich sagen? Ja. Was wollte ich sagen? Wo ist der große Kanister? Ja, der ist hier drin. Im Ural? Ja, der soll doch in den Hubschrauber, oder nicht? Ja, der ist im Hubschrauber, ja. Aber jetzt habe ich irgendwie den anderen vollen Kanister aus Versehen neben den Heli gelegt. Ja, und jetzt ist der weg, oder was? Ja, ich finde ihn nicht mehr. Ja, das... Ich dachte, der wäre drin, aber ich habe doch auf den Heli gezeigt. Alter, wollt ihr mich will dieses Spiel mich eigentlich verarschen, Mann? Ohne Scheiß, Alter, das ist nicht mehr normal. Der ist weg. Ja, doch, da ist hier ein Hubschrauber. Ist wieder da. Scheiß Bugs, Mann. Okay, dann bitte mal den Ural wegfahren. Wollen wir nicht noch so für jeden einen zu trinken in den Heli packen? Ich hab eingesteckt, also. Also ich hab auch zu trinken dabei. Ja, sollen wir mit dem Ural direkt auftanken gehen? Wie viel Tank hat er denn noch? Ja, Hälfte. Ja, dann das. Wir brauchen ihn ja nur zum hier hin und her fahren. Zum Tank. Ja. Warte, oh, jetzt fährt er weg. Was? Nix rammen hier, ey. Nein, nein, was ist denn los? Naja, ich wollte mir nur kurz noch was zu trinken rausnehmen. Ja, dann komm. Ja, ich bin da, warte. Sascha, geh mal mit den heilen Hubschrauber und flieg den mal weg, bitte. Ja. Okay, kannst Ravi. Und gib mal von den kaputten Hubschrauber weg. Von dem weggehen? Mhm, weggehen. Ja. Warum? Sonst wirst du vielleicht gleich eine Granate rausschmeißen. Nee, da ist der Sven doch noch drin. Ach so, okay. Ist er raus oder was? Nee, der ist kurz essen. Na schau, klick mal da hinten auf die andere Seite. Ja. Nur kurz umschätzen. Wenn du den jetzt crashst, ne, Alter, sind wir sowas von am Arsch. Quatsch, ich crash doch hier genug Schrauber. Hier ist doch freies Feld, Mann. Da wo er stand, da hinten steht er nicht auch gut, ey, das ist, Wer denn? Der Hubschrauber? Hier, oder? Flo, ist das weit genug weg? Die fahren noch ein bisschen da drüben hin, so ein bisschen, von dir aus, glaube ich, rechts da, so ein bisschen da. Ja, genau, die da. Richtung. Ja, genau. Alles da. Also ein bisschen noch, bisschen. Wir nichts riskieren hier mit der Kiste. Scheiße, da sitzt wirklich noch einer so, ne? Fuck, ey. Zum Glück hast du die Granate nicht geworfen. Noch nicht. Ha, try it out, man. Try it out. Yeah, you're infected. Jo und Dennis? Hm? Dein. Ah, ne, das war dein Mad Max. Flo ist dein Name, ne? Jo. Jo, alles klar, gut, ja. Ich muss da immer so ein bisschen am Ball bleiben, wie so ein Hund, der immer alles wiederholen muss, bis das auswendig kann. Danny. Jo. Also ich meine, wenn ihr wollt, können wir das Lager auch ein bisschen hier hin machen. Also, nee, das ist da unten recht gut, also den hast du nicht gesehen, den Oral. Ja, in dieser Baumgruppe ist er echt gut versteckt. Wie gesagt, ich habe hier schon öfters mal ein Camp gehabt, hier hinten in der Ecke. Mir ist es echt Latte, aber ich fand, da hinten kann man den auch ziemlich gut zwischen den Tannen verstecken, weil die relativ, also die Tannen haben ja so ein niedriges Blattwerk, dann siehst du die von außen auch nicht so gut. Das ist auch nicht verkehrt, wenn man den Heli und den Ural ein bisschen etwas voneinander weg. Ja. Das sagst du jetzt? Nein, Scherz, aber. Irgendwie konnte man sich noch mal hinsetzen, ich wusste das nicht. Ja, und zwar mit, warte, was war das mal? Salutieren ging auf jeden Fall mit der Raute-Taste, das mache ich gerade. Und ich glaube mit... Nee, warte mal, wie ging das nochmal? Mit Ä! Drück mal Ä! Was? Ah, okay, jetzt chill ich hier, jetzt ja, ich sitze auf der Runde setzen. Erstmal chillen.
Wo seid ihr denn alle? Mach mal ein Feuerchen. Ah, kann man cool, ey. Weißt du, was ich jetzt. Weißt du, was ich jetzt wissen will? Ob man beim Sitzen salutieren kann? Anders steht er auf. Lass mal schön eine Feuerrunde machen. Ja, warte, ich mach jetzt. Hab ich Holz? Ich geh kurz Holz hacken, warte. Ja, ich mach schon. Ja, dann mach du das. Ich chill hier. Wie gesagt, auf anderen Spielmodis kann man sogar Häuser bauen, ne? Also, ja. Schon, ist, bei DayZ Origins geht das. Genau, genau. Aber ich weiß nicht, wie sind. Du sitzt da voll in so einem Gras drin, ne? Man sieht dich fast gar nicht, wenn man sitzt. Ja, da, ich genau da. Ich hab noch keine Matches. Oh! Boah, ich dachte gerade, da hätte jemand was? Ich hab ein Schwein abgeschossen. Was? Ich dachte gerade, wer hat da geschossen, Alter? Ich kann mich nicht mehr drehen. So. Ich mach hier am Heli ein Feuer. Also, legt da jedenfalls das Wood dahin. Wo ist der Sven? Der alte Lutscher. Der Luchador. Ha, ich hab mich anders da gesetzt. Reicht das, indem ich das Wood nur droppe? Ja, ne? Nee, was? Du musst auch das, du musst auf die Box of Matches draufklicken, wenn Fireplate oder irgendwas. Genau. Also, du gehst in den Inventar, auf das Holz. Ja, ihr müsst erstmal hier zu mir zum Heli kommen, ich weiß nicht, wo ihr seid. Wir sind doch schon hier. Ach, auf der anderen Seite? Ja. Hä? Ich sehe euch nicht. Alter, wir sitzen hier im Gras. Achso, du bist auf dem falschen Heli. Wir sind beim alten Heli. Komm, komm, komm. Da bin ich schon die ganze Zeit. Peter, was ist los? Den du kaputt gemacht hast. Richtig. Kennst du den noch? Ja, ja. Ich erinnere mich leider ziemlich gut daran. Boah, dieses Reflexvisier ist so, das, Visier ist so geil. Ich hab keine Matches, ich drop jetzt hier einfach das Wood, dann könnt ihr das machen. Ja, gib her. Warte, so. Direkt vor mir ist das. Ja, ich kann es nicht aufheben. Geh mal weg. Ich geh mal ein Stück zurück, ja. Open Alice Pack? Ne, ich will hier kein Alice Pack auf. Von wem kann ich denn hier ein Alice Pack aufmachen? Du musst auf das warten, bis das. Ja, jetzt take Wood Pile, Aye, aye, Sir. Salutiere. Hey, jetzt warten wir noch am Sven, oder? Warum ist das nicht an? Ja. Du musst noch mal rausgehen. Wenn Fireplate oder so ein Scheiß. Fire, Pure Fire oder so ein Mist, ja. Was geht? Warte, ich mach's an. Light Fire. Ich hab schon. Gerade zu zweit an. Jetzt müsst ihr ein neues Holz holen. Man kann auch so einmal anzünden. Ja, ich geh schon. Was war das denn jetzt? Weil wir es zusammen angezündet haben, oder? Ja, ja. Ah, nee, ich kann. Light Fire. Geht. Nein. Das, wenn du das jetzt nochmal ansteckst, geht es gleich wieder aus. Oh ja. Es geht nur einmal. Anyone at Norton? Nee. Keiner da. Wir haben ja voll den chilligen Platz, ne? Hm? Oh, ich stehe im Feuer. Ist das Shade nicht? Nee, ne? Jetzt müssen wir hier nur noch ein Häuschen, ein Dach und ein Sofa, Alter, und so. Ein paar Zelte wären noch cool für jeden ein Zelt. Ja, ist ja echt nice. Ey, ich würde hier ohne Witz keine 2 Stunden ohne Flatscreen überleben. Ich bräuchte dann so eine Brille, die mir so einen Rahmen simuliert, damit ich das Gefühl habe, ich würde auf den Fernseher gucken. Jetzt, Feuer machen. Ja, wir sollten uns vorher einigen. Ja, einer, das. Ist so. Ja. So ein Fail. Damit das nicht wieder schief geht, Wie lange hält so ein Feuer eigentlich? Ewig. Ja, ne, das geht erst ausmachen. Ein bisschen näher ran. So, und was habt ihr heute so erlebt? Ich hab ein Feuer gemacht. Erzählen. Ich hab ein Feuer gemacht. Der eine Zombie da. Er war voll hässlich, aber der hatte voll die geile Freundin. Ja, ich sitze hier mit 3 anderen Typen, total hässliche Gesichter haben, Der eine sieht aus so wie Mexikaner, Ich bin kein Mexikaner, Alter, ich bin wunderschön. Der andere sieht aus wie ein Psycho, Geht mal in die Sicht hier, dass du hier, weißt du, 3D hier, Schiefsicht hier. Was? Geht nicht, wenn du sitzt. Doch, da. Ah doch, jetzt.
Ganz cool. Sieht cool, also. Warten wir nur noch auf den Sven. Ego-Shooter Sicht, meinte? Hallo Sven! Ah ne, doch nicht, das ist Schmied. Ich dachte, das wäre Sven gewesen. Ja, ist immer so geil. Der streichelt immer seine Knarre. Ja. Mhm. Der läuft ja da hinten. Doch, das ist Sven, oder nicht? Der da hinten rumläuft. Der wechselt die ganze Zeit Sitzplätze und so. Ja, das ist der Sven. Der ist gerade da rumgelaufen. Was machst du? Peter. Setz dich mal hin hier. Mit Ä. Nee, er kauert sich. Aber der sagt nichts. Nee, hä? Der möchte nicht mehr mit uns reden. Sven? Wer denn drin nimmt, der es? Der Peter, Junge. Der ist drin, ja, oder? Ja, der ist drin, aber wir hören ihn nicht. Peter, Junge. Vielleicht hat er seine. Ich weiß nicht, was er gemacht hat. Ja, ich bin wieder da. Sorry. Ah, da ist er. Ah. Ja, ich hab den Heli, in dem du gerade drin sitzt, leider kaputt gemacht. Oder drin saßt. Ja, ich hab mich schon gewundert, wieso sind die Scheiben kaputt gewesen? Ja, ich Vollidiot bin mit dem Moral dagegen gefahren. Drück mal. So, dann denke ich dich. Ja, was machen wir jetzt? Ja, mach ein Lagerfeuer. Ist doch so gutes Wetter draußen, jetzt chillen wir erstmal eine Runde. So, ich mach jetzt erstmal ein Screenshot. Bisschen bräunen, außer, ja, du brauchst dich nicht bräunen, du bist sowieso schon schwarz. So. Wir brauchen noch, Peter, kannst du ja nochmal ein geiles Bild machen für dein Intro für deine Videos, Mann. Ja. Ja, ist so. Ja, kann ich ja nachher rausschneiden aus dem Video. Ich nehme aber jetzt, wo fliegen wir denn jetzt hin? Wollen wir mal Balota den Airstrip looten? Nee, Balota Airstrip brauchen wir nicht. Wir fliegen nach Stradi und machen da klar. Auf klar. Guck mal, der Sven, Alter! Sit-ups! Bitte erst, bevor wir nach links fliegen, Kann nicht schaden. Das sieht da so geil aus. So, was machen wir? Sit-ups! Was macht ihr denn dafür? Die ganze Zeit Ä drücken? Nein, einfach hoch und runter die Maus. Nach oben gucken und nach vorne gucken. Gruppenworkout. Das sieht aus wie so ein Schwangerschafts. Das sieht aus wie so eine Schwangerschaftssitzung, weißt du? So. Jetzt fressen. Alle mal husten. So. Also, was wolltest du jetzt sagen? Ja, das Ding hier bei Stradi da, ne? Ja, was du vorhin schon gesagt hast, da, ne? Ja, genau. Die Zelte noch ein bisschen looten, wenn ihr wollt, ja. Genau. Ach ja, genau, das wollten wir eigentlich den ganzen Tag schon machen. Ja. meine Frage, heißt das, wir haben jetzt nur noch einen Heli? Ja, aber das ist schlimm. Wir holen uns noch irgendwann wieder einen anderen. Das ist so, vielleicht ich der Little Bird von den Typen noch alten, ich werde ihn jetzt nämlich sprengen. Ah, scheiße, wir müssen ja wieder auftanken, ne? Ey, kann man kapitulieren? Also nee, nicht kapitulieren, hier, man kann auch so grüßen irgendwie. Salutieren. Ja, salutieren. Raute. Mit Raute einfach, guck. Raute, genau. Ich tritt mal das Feuer aus, ne? Einmal draufpissen hier. So, jetzt salutiere für den Heli. Weg von dem alten Hubschrauber. Also weit weg. Erinnert euch an die letzte Handgranate, die in der Nähe von uns explodiert ist. Ja, ich danach hatte ich noch einen Tinnitus, Alter. Kannst du die Handgranate da drauflegen und ich? Hat das jetzt irgendwas gebracht? Ja, nee, der ist nicht ganz kaputt gegangen, glaube ich. Egal, kann eh keiner mitfliegen. Jetzt wahrscheinlich sowas von dem Arsch, ja? Ja, komm, wir gehen zum anderen. Du bist mit dem Auto dagegen gefahren. Ja, ja. Ja, weil ich nicht mehr Gas gegeben hatte und nach links gedrückt, weil ich dachte, ja, dann. Geht das weniger, stattdessen ist halt, hat er noch mehr gelenkt. Ich weiß es nicht, immer wenn du fliegst, steht dann nämlich Eject eigentlich. Ja, aber Eject, dann fällst du. Ich bin doch letztens rausgefallen und dann bin ich. Ja, hab ich mir die Beine gebrochen. Ja. Ich bin schon am anderen. Wir müssen mal, vielleicht mal ein paar zwei Handgranaten finden, dann schmeißen wir da drauf und dann. Ja. Ich bin noch gejagt. Oder mal kurz hier mit dem MG von der anderen Schau mal kurz draufgehalten, guck mal, was passiert. Ja. Wer will fliegen? Ja, ich nicht. Soll ich fliegen? Ja, lass mal fliegen. Lass mal Flo fliegen hier, der kann am besten von uns allen fliegen. Weil jetzt das nächste Landemanöver ist ein bisschen tricky. Ja. Wer ist denn jetzt Flo? Das ist me, ne? Ich bin vorne links. Nee, wer ist? Ich sitze vorne neben Flo, ja. Auf dem Passagier. Wer fliegt jetzt?
Klo. Ah, okay. Alter, Dennis, was hättest du gemacht, wenn der Heli explodiert wäre? Ich saß ja noch drin. Ja, wenn der explodiert, können wir den doch noch looten, oder? Ja, aber der Micha tot ist ja gut. Ja, ja, eben, das wäre der Film gewesen. Wir wollten den, der Flo wollte den schon in die Luft sprengen, wo du noch drin saßt. Aber der wusste nicht, dass du drin saßt. Aber da konnten wir ihn gerade noch von abhalten. Du weißt, wo es hingeht, oder soll ich einen Nachbarn setzen? Nochmal Nachbarn. Bitte mal jemand, der MG sitzt, mal kurz einmal aufgehalten hat, das Ding. Guck mal, ob da oben geht, ja. Ich glaube nicht, dass das... Ne, sieht nicht so aus, hab mir schon 50 Schuss drauf geholzt. Der holzt wie auch. Wie hieß die Stadt noch? Stradisoro. Ja, irgendwie sowas, ne? Ich find's gerade aber nicht. Ich muss mal rauszoomen, warte mal. Das ist der Airstrip, das... Kann ich wahrscheinlich nur zu landen. Nee, nichts da. Nach links. Ja, geradeaus. Bisschen mehr nach links noch. Helux? Was ist ein Helux? Helux, ich hab was da. Ich glaube, das war ein Auto, oder? Ja, krass, das wäre echt schön. Ja. Nur ich hab nicht deinen krassen Watt-Slang. Oh, ein Truck! Ja, sollen wir den nehmen? Ist doch nice, dann haben wir mehr Ladefläche. Nee, noch brauchen wir nichts. Ja, nee, noch haben wir Mural jede Menge Platz. Also, ich sag nur, falls wir mehr kriegen, ja, dann müssen wir uns. Bisschen mehr nach rechts. Ja, ich muss ein bisschen bei den Bergen ausweichen. Ja, das ist gut. Ich möchte nochmal allen ins Gedächtnis rufen, dass das der letzte Hubschrauber ist. Ja, also Dennis, fahr bitte kein Auto mehr. Aber ich darf eigentlich nichts sagen, ich habe den Dennis ja gestern erschossen aus Versehen. Echt? Da war ich völlig verwundet, das habe ich sogar in dem Video noch gesehen, was ich aufgenommen habe. Einfach nur so schwarz-weiß. Das Ding ist, als ich auf ihn gezielt habe, kam unten dieser grüne Text, dass das der Dennis ist, ne? Aber da habe ich vorhin nicht drauf geachtet. Ich dachte, das wäre ein Zombie und habe ihn abgeknallt. Ein bisschen rechts. Wir hätten vorhin den kleinen schwarzen Löwen Bird doch mitnehmen sollen. Den wen? Aber vielleicht steht der noch da. Er ruft den kleinen Hubschrauber. Den Bird. Wo war denn der? Ja, da noch ein bisschen mehr rechts. Bei unserem alten Lager. Ach, von dem anderen Fritzen? Ja, ja. Wenn man ihn einfach klauen soll, fertig. Ja. Das ist gut. Der ist auch relativ schnell, ne? Ja, der ist sehr schnell, aber der ist schwer zu fliegen. Der ist echt nicht einfach zu fliegen. Ne? Der UH, der ist dann, na, ich würde sagen, noch, fast noch doppelt so empfindlich wie der hier. Ja, weil er so wenig wiegt, Alter. Der ist ja voll Spielball. Ja, weil er so leicht ist und so, ne? Ja, so aber das hätten wir schon gehandelt gekriegt irgendwie. Ja, schon. Ja, noch, jetzt doch noch ein bisschen nach links. Aber wir sind jetzt gleich da, noch 1000 Meter. Ja, ist gut. Ich hab den Nachbarn genau auf die Zelte gesetzt. Die sind jetzt fast direkt unter uns. So rechts unter uns. Ich weiß nicht, ob ihr die seht.
Da sind keine Zelte. Nein. Doch, hier auf der rechten Seite. Das ist noch jede Menge. Wo sind denn da Zelte auf der rechten Seite? Ach, da vorne. Ein Lagershop auf der rechten Seite. Ja, ich sehe sie. Ich hab's mal schlecht gleich gesehen, weil oh mein Gott. Das andere rechts. Also dieses Mal hier zwischen Landen, ja? Ja, da kriegst du den Heli unter, das kriegst du hin. Genau, ja, ist Zelt. Auf jeden Fall machbar. Ja, ja. Die Zelte sind zu niedrig, da passiert auf den Rotorblättern nichts. Fragt er uns, wie viele in unserem Helikopter sind? Oder? Wo ist denn der Fritze? Ich sehe den auch nicht. Seht ihr den?